Ja, hallo Schatz, ich bin's. Hallo. So, es ist so eine Frechheit. Du glaubst nicht, was passiert ist. Ich gehe ins Büro, alle meine Sachen sind in einem Karton. Das ganze Büro ausgeräumt. Alles leer. Bitte? Was ist denn passiert? Wo bist denn du jetzt? Na, wo werde ich sein? Im Auto bin ich. Ausgeschmissen haben sie mich. Wer hat dich rausgeschmissen? Ja, die Bernauer, der Trampe, der. Die neue Abteilungsleiterin kann man Wochen dauern schon alles anders machen. Ja, es ist aber wahr. Sie müssen Stellen abbauen, es rentiert sich nicht mehr. Ich kann mich schleichen. Ja? 17 Jahre in derselben Firma und dann kommt die daher. Na, kommst du jetzt einfach nach Hause und wir reden weiter? Nein, du, ich muss jetzt raus aufs Land. Ich fahre zum Wohnwagen, ich brauche einfach mehr Ruhe. Ja? Ich will niemanden sehen. Na, glaubst du, dass das eine gute Idee ist? Und hättest du deine Tabletten mit? Nein, die brauche ich ja nicht mehr. Das Einzige, was ich brauche, ist ein paar Tage mehr Ruhe. Sonst gar nichts, ja? Ich melde mich wieder. Hallo? Hallo, ist da wer?
Ja, hallo. Na du, da ist irgendwas ist komisch da. Ich glaube, da stimmt was nicht. Was meinst du? Also, was stimmt nicht? Und wo bist du jetzt überhaupt? Gestern, vor dem Supermarkt. Da war so ein Typ. Ein Typ, okay. Ist alles okay bei dir? Ja, der hat mich angestarrt. Der ist am Parkplatz gestanden und hat mich angestarrt. Und ich glaube, der ist irgendwo da in der Nähe. Du, ich glaube, der verfolgt mich. Du, ganz ruhig jetzt, okay? Ganz ruhig. Du, Christina. Hör mal zu. Der war vom Supermarkt, ja? Dann ist er auf einmal am Fluss gestanden. Und dann neben ihrem Gebüsch, da liegt sein Hauben. Und dann hat er geschrien in der Nacht. Bitte, das kann ich mir nicht vorstellen. Wer soll dir denn da draußen was antun wollen? Und dann, na, das ist ja kein Zufall, dann hat es geraschelt im Gebüsch. Ganz ehrlich, für mich klingt das irgendwie nach einer, ich weiß nicht, blöden Aneinanderreihung von Zufällen und du reimst dir da jetzt eine Geschichte zusammen. Christina, du verstehst mich nicht! Du, Günther, darf ich da einen Vorschlag machen? Kannst du bitte deine Tabletten nehmen? Hab mich gern! Was willst du? Schlechte doch! Bitte verschwind endlich! Was willst du von mir? Du! Verschwind! Verschwind, lass mich in Ruhe! Yeah.